Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Der Pferdepodcast Adventskalender. Es ist Halbzeit im Pferdepodcast Adventskalender und das bedeutet datumsmäßig, Jenny, wir haben Ein paar Taschenrechner. 24 durch 2, du bist Buchhalterin, oh Gott. Du redest jetzt noch 5 Sekunden und du machst dir das Geschäft kaputt. What? 24 durch 2, 5 hin, 1 im Sinn. 3 nach links, 5 nach rechts, 12. Wir öffnen Kalendertürchen 12. Eine neue Geschichte von unserem Hundemädchen Lulu aus dem Buch Lulus Life. In dieser Geschichte wird so ein bisschen deutlich, wie unser Luluchen so ist. Nämlich auf der einen Seite ziemlich sozial. Oder das ist sie wirklich, ne? Sie hat schon so ein Löwenherz und ist ein sozialer Hund. Würdest du das unterschreiben? Ja. Und sie ist aber halt auch gewitzt. Naja, ja, sie ist ein Russell. Also ein Terrier. Wenn sie nicht gewitzt wäre, wäre das rasseuntypisch. Also, unser Hund ist sehr rassetypisch. Wir werden das hören in der Geschichte. Vorher gibt es wie immer die Hund. Die Hunde, die Hund. Die Hymne mit Manni und Lulu. Los geht's. Blutspende für Hunde, genau mein Ding. Nicht. Hatte ich eigentlich schon erzählt, dass mein Herrchen Journalist ist und beim Radio arbeitet? Nein? Dann wisst ihr es jetzt. Und ihr wisst damit auch, was ganztägig bei uns daheim dudelt und einen Klangteppich unter unser Leben legt. Genau, das Radio. Bei dieser News habe ich meine Schlappohren ganz besonders gespitzt. Hunde sollen zur Blutspende kommen. Nicht etwa als Begleithund, um Herrchen und Frauchen beruhigend die Pfote zu halten? Sondern um selbst zu spenden. Kreisch, Jaul, Heul, Winsel, Zitter. Allein die Vorstellung lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Mein Puls steigt auf 280. Wie wird verhindert, dass man mich leersaugt? Wie funktioniert das Nachtanken? Was passiert, wenn ich an Dr. Mabuse oder einen rumänischen Assistenzarzt gerate, der mit Dracula verwandt ist? Bleibt mir weg vom Fell. Ich habe eine Phobie vor Spritzen. Hört ihr? Ich habe Spritzenangst. Spritzen, das sind ja Nadeln, Kanülen, die in einen gepiekt gestochen gerammt werden. Durch das Fell, durch die Haut, in den Körper, in das Fleisch, in das Blut. Drama, Drama, Drama. Wobei ich im Internet gerade 2 Zahlen lese, die dafür sorgen, dass ich mich schlagartig wieder abrege. 2 Zahlen, die die Situation verändern, um nicht zu sagen fundamental verändern. Zahlen, die die Dinge ins Gegenteil verkehren. Die Sache ist, Blutspendehunde müssen mindestens 1 Jahr alt sein, was ich noch lange nicht bin. Und vor allem mindestens 20 Kilo auf die Waage bringen, was ich ganz sicher nie tun werde. So gerne ich Schweineohren knabbere, aber so viel Speck werde ich mir beim besten Willen nicht auf die Rippen kauen können. Kommando zurück also. Was kümmert mich mein Geschwätz aus den ersten Absätzen? Spendet Blut, liebe Mithündinnen und Mithunde, es tut gar nicht weh und es gibt keinen, ich wiederhole, keinen rationalen Grund, Angst vor Spritzen zu haben. Ein kleiner Piekser nur und ihr könnt. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich.
Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Leben retten mit eurem Blut. Vor allen Dingen ist es völlig unbegründet, sich vor Ärzten und ihren weißen Kitteln zu fürchten. Alle rumänischen Assistenzärzte sind vor der Einstellung bestimmt auf die Form ihrer Eckzähne hin untersucht worden. Informationen zur Hundeblutspende, auch in eurer Gegend, findet man ganz einfach im Internet. Was freilich völlig unverständlich bleibt, warum Hunde unter 20 Kilogramm von der Blutspende ausgeschlossen sind. Ich werde mich dafür einsetzen, diese Regel zu ändern. Nicht. Und jetzt machen wir zügig weiter mit einem anderen schönen Thema. Und schließen Kalendertürchen Nummer 12. Morgen geht's weiter. Tschüss! Sag tschüss! Ach so. Entschuldigung. Tschüss!